So, willkommen zurück zu Gothic 2, Part Nummer 42. Ich habe im letzten Part erfolgreich den Vergessenszauber, den Quest, geschafft. Zwar nicht mit Valentino, aber mit dem Gärtner, aber das ist ja egal. Und jetzt habe ich von Vatras Tipp bekommen, dass Martin ist der Typ da, wo der große Baum, dicke Baum hier steht, ist. Warte, ich weiß. Dann spreche ich gerade mal an. Wir haben einen Irrlich bekommen. Der Waffen ausspüren kann. Ah, jetzt macht den hier. Ja. Du suchst den Mann, der an die Banditen Waffen verkauft? Sagt wer? Sagt Vatras. Oh. Was weißt du denn darüber? Nicht viel, aber ich könnte mehr herausfinden. Ach, so ist das. Das habe ich noch jemals ändern. Sagst du mir, was du über den Waffenhändler weißt? Pass auf. Wir wissen, dass ein einflussreicher Bürger des oberen Viertels dahinter stecken muss. Und einige der Waffen sollen sogar aus den Beständen der Miliz gekommen sein. Aber wer genau dahinter steckt, wissen wir noch nicht. Wenn du genug Mumm in den Knochen hast, eine Gruppe von mindestens 5 Banditen aus dem Weg zu räumen, kannst du es vielleicht rausfinden. Okay. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Was ist mit den Banditen? Wir wissen, dass die Banditen zurzeit die Verbindungsstraßen zwischen den Bauern und der Stadt belagern. Außerdem weiß ich, dass es eine Waffenlieferung in den letzten Tagen gegeben haben muss. Vielleicht sind dort bei den Banditen Hinweise zu finden, die den Waffenhändler entlarven können. Wegen des Waffenhändlers. Dann zeig mal her, was du hast. Diesen Degen habe ich bei den Banditen gefunden. Der Buchstabe F ist in den Knauf geritzt. Alles nur Gerede. Den Ring hier hatte ein Bandit bei sich. Er deutet auf einen Überseehändler hin. Und? Was noch? Das ist alles. Das reicht noch nicht. Das könnte fast jeder im oberen Viertel sein. Sieht so aus, als müsstest du der Spur der Banditen und den gelieferten Waffen noch weiter folgen, bis wir wissen, wer dahinter steckt. Vielleicht solltest du noch mal mit Vatras sprechen. Ich hätte was schon lange gekannt. Was hast du anzubieten? Dann pass mal auf. Mollet. Selbst ist der da nicht. Ah, heiliger Pfeil. Lol. Ja, okay. Alle Kisten noch da? Fass hier. Das ist doch alles nur ja. Muss ich mit Vatras sprechen oder was? Das ist wieder ein Hinhergeschicke wie bei dem. Wie bei Arkils Hof oder was? Zwei Bauern. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Die nach dem Kampf nicht mehr mit mir sprechen wollen. So geil. Ja, achso. Das hätte doch besser gemacht. Geh ich lang. Ja. Ich wäre mir da nicht so sicher. Das weiß doch inzwischen jeder. Gut. Ich hab noch ein paar Waffen, die ich verkaufen muss. Will ich gleich nochmal zu Harkon gehen. Vielleicht weiß er ja was. Er ist ja auch Waffenhändler. Toll. Und der Mensch erschlug das Tier. Wegen dieses Waffen. Ja, okay, der hat wahrscheinlich nichts. Ich glaube, ich habe hier was vergessen. Wie ich weiß, da oben steht ein Wacholder, glaube ich. Nein. Der Mauer. Adanos aber sah, dass nun Ordnung und Chaos ungleich waren, und er bat Innos, dem Menschen seine göttliche Macht zu geben. Ja, so, Harkon, noch mal kurz. Und die ganzen Schwerter verkaufen. Ach, erzähl mir nicht sowas. Das ist mal wieder typisch. Zeig mir deine Ware. So. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Aber erstmal die ganzen Schwerter. Rostiges Schwert weg damit. Okay. Reicht das mal? Wieder 4400 Gold. Ach, erzähl mir nicht sowas. Daron. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Ja, okay. Aber wer ist, beziehungsweise wo ist, war das jetzt? Jetzt war es das.
Das ist mal wieder typisch. Darons? Nee, keine Ahnung. Wie der gerade drum heißt. Was mache ich jetzt? Könnte nochmal links hochgehen. Pilze vergessen. Noch irgendwelche, irgendwo Banditen, die nicht so stark sind. Im Leuchtturm sind stark. Habe ich vielleicht eine Spruchrolle, die ich Feuerfall als Block. Wenn hier manchmal Tastaturgeräusche sind. Ich versuche die nochmal und bitte diesmal auf Fahrt 42 speichern. Wir greifen alle mit dem Bogen an, bestimmt. Voll. Hat jetzt viel gebracht, ne? Ich habe ihn wenigstens angehittet. Voll. Das finde ich gut, dass die. Dass es nicht auto regeneriert, so. Ich geh nochmal hier oben lang. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Hier oben lang. Oh, doch, ein Wagen. Okay. One hit. Verpiss dich. Geht weg. Ich versuch's es jetzt. Fuck. Okay. Sehr riskant. Ja, okay. Hat sich. Bin tot. Alles klar. Gut, nee, ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Ich auch noch nicht lang. Hier ist so viel. Ich gehe noch mal Taverne, wo ich die Wette gemacht habe, werde bis dahin erstmal einen Cut machen. Also, ich hoffe jetzt zur Taverne. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich dachte mir gerade, dass ich da vorne zu der Hütte gehe, weil da noch ein Typ rumsteht. Der ja ganz am Anfang bei der Brücke stand, wo die ganzen Banditen waren. Vergessen. Ich dachte, sprech den mal an. Der muss einfach mehr trainieren. Schreck? Nee, ich schreck Error. Ist das wirklich wahr? Ich brauche Informationen über eine Waffenlieferung an die Banditen. Waffenlieferung? Ja, die gab es. Irgendein Schwein aus der Stadt hat ihnen so viele Waffen verkauft, dass sie kaum schleppen konnten.
Einige davon haben die Kerle auf der Brücke, bei der sie mich überfallen haben. Die anderen müssen irgendwo auf dem Weidenplateau bei Bengars Hof weitergezogen sein. Vielleicht wollten sie damit über den Pass. Das habe ich früher auch immer gesagt. Wo ist das Weidenplateau? Etwa in der Mitte der Insel Korinis liegt die Taverne von Orlan. Sie heißt Zur Toten Harpie. Von dort aus gibt es einen Weg Richtung Süden. Dort ist das Weidenplateau und der Eingang zum Pass ins Minental. Er hat auf die falschen Leute. Das hier ist deine Hütte? Ja, warum? Was stimmt damit nicht? Hast du keine Probleme mit den Söldnern? Solange ich sie bei ihren Geschäften nicht störe, lassen sie mich auch in Ruhe. Außerdem sind es gute Kunden von mir und ich bezahle sie dafür, dass sie in meiner Abwesenheit auf mein Haus aufpassen. Wenn wir nicht gekommen wären, wäre die Sache anders ausgegangen. Okay. Das ist wirklich nicht mein Problem. Hat sich ja gelohnt, hier runterzukommen. Das war kein... Hey, you! Was willst du, du Weichei? Ich will mehr über die Söldner und die Gegend hier rausfinden. Über die Gegend kann ich dir nicht viel erzählen. Da fragst du am besten die Bauern. Und was uns Söldner betrifft, wir haben eine ganz einfache Regel. Wer sich durchsetzen kann, der ist... Aber was erzähle ich dir? Ich will mich den Söldnern anschließen. Du? Ich kann mich nicht erinnern, dass jemals ein Feigling bei den Söldnern aufgenommen wurde. Komm. Ich fordere dich zum Duell. Aha, du willst es nicht auf dir sitzen lassen, was? Na gut, komm her! Wehr dich! Ja, oh. Geht's ihm! Das sieht eigentlich schon gut aus. Wehr dich! Wehr dich! Ja, ich geb dem. Nice. Zeig ihm! Nicht schlecht. Na, da guckst du was. Ich blinde den nicht, sonst krieg ich noch Ärger. Oh, dann warte ich mal, bis er hier aufsteht. Immerhin hat er mir nichts abgezogen. So wie der... eine da vorne, Verlies... Hütte, gedünst, keine Ahnung. Da. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Ich hoffe, du winnst, ey. Warte mal. Okay, okay, du bist der Bessere von uns beiden. Was willst du? Ich will mich den Söldnern anschließen. Wer so feste draufhauen kann wie du, sollte es hier nicht allzu schwer haben. Meine Stimme zählt zwar nicht viel, weil ich noch nicht lange dabei bin, aber wenn Lee mich fragt, werde ich für dich stimmen. Lee ist der Anführer der Söldner, oder etwa nicht? Stimmt. Hey, jetzt weiß ich auch, woher ich dich kenne. Du bist doch auch in der Kolonie gewesen. Was da? Ja, das war ich. Hab dich nicht mehr gesehen, als der große Knall passierte. Auch eine ganze Weile vorher nicht. Ich hatte andere Probleme. Du hast eine Menge verpasst. Seit wir zusammen im Knast saßen, hat sich einiges verändert. Was ist aus den Söldnern der Kolonie geworden? Nachdem die Barriere weg war, hat uns Lee aus der Kolonie geführt. Er sagte, wenn wir alle zusammenhalten, kann uns nichts passieren. Und er hatte recht. Es hat nicht lange gedauert, bis wir hier ein gemütliches Plätzchen gefunden haben. Der Großbauer bezahlt uns, damit wir die Milizen aus der Stadt verprügeln. Und das hätten die meisten von uns sogar ohne Bezahlung gemacht. Aber Ona füttert uns alle durch. Und wir können hier in Ruhe auf eine gute Gelegenheit warten, von dieser verdammten Insel runterzukommen. Kannst du mir beibringen, besser zu kämpfen? Kann schon sein, dass ich dir den einen oder anderen Tipp geben kann. Einhand, okay. Er kann mir also Einhand beibringen. Gut, dankeschön. Ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn umklatschen kann. Ich meine, er hat eine fette Rüstung gehabt. Jetzt frage ich mich auch, kann ich die anderen auch umhauen? Ich meine, Rott wird ein Zweihänder, das weiß ich, soweit ich weiß. Der mit einem Söldner die ganze Zeit quatscht. Wie heißt der andere? Sanchez? Nee. Der die ganze Zeit rau sagt, was willst du? Hey, you! Okay, nochmal an. Nee, egal. Mach ich später. Wer ist der Typ nochmal? Ja, ich werde es ja gleich sehen. Vielleicht kriege ich den auch. C.
wäre nice, wenn ich jetzt alle... Ey, hau mich nicht. Den Tänzer, genau. Das war der Typ, der mich mir Wegzoll abgeknüpft hat. Der Typ, meine ich hier. Ich erzähl dir doch nicht. Aul. Komm, ich speichere mal. Da ich weiß gar nicht, warum. Was willst du schon wieder? Genervt. Ja, das hat er nicht. Ja. Ich will mich Lee anschließen. Ich Lee hat dir bald nichts mehr zu sagen, wenn er so weitermacht. Was soll das heißen? Er will, dass wir hier alle sitzen und Däumchen drehen, ab und zu mal ein paar Bauern einschüchtern und das war's. Silvio sagt immer, Angriff ist die beste Verteidigung und da hat er verdammt recht. Ja. Ja, das hat er wirklich. Wer ist Silvio? Wenn du mich fragst, unser nächster Anführer. Wenn du vorhast, ihn zu fragen, ob du bei uns mitmachen kannst, vergiss es. Du siehst so aus, als ob du gerade mal zum Schafehüten taugst. Ich wundere mich aber gar nicht. Ich glaube, ich hau dir mal ein bisschen aufs Maul. Was? Das ist genau das, was du jetzt brauchst. Ich bin wohl bisher zu nett zu dir gewesen, was? Das höre ich zum ersten Mal. Mein Gott! Jetzt. Okay. Parier doch! Pass auf! Das tat weh. Oh, Crit. Dem hast du's gezeigt. Scheiße. Gold, das ist schon mal meins. Das mache jetzt so lange, wie ich deine Waffe nehme ich mal lieber mit. Bitte. Oh, jetzt rein Trank rein, ey. Das hat er wirklich nicht verdient. Komm, steh auf. Mach das jetzt so lange, bis ich. Bis ich ihn umhab. Paul. Ich hab so einiges gehört. Das habe ich früher auch immer gesagt. Kann ich noch anlegen? Nein, 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 nein. Das ist doch. Na, warte! Parier's doch! Mach ihn fertig! Mach ihn fertig! Wehr dich! Das tat weh. Ich bin die ganze Zeit A, D. Parier doch! Geh weg, weg, geh weg. Zeig sie dir, hast du's gezeigt. Leg dich nie wieder mit mir an. Er hat nur noch 5% Leben. Meine Meinung will ja keiner hören. Der Mistkerl hat noch nicht mal Gold. Ja, weil dabei. Du mir ganz alles deine genommen Waffe hast. Nehme ich mal lieber mit. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Na komm. Ich hab dich bald. Ich hab dich bald. Das war doch schon vorher klar. Ja, auf Junge. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Wir haben ihn noch anlegen. Gekriegt. Oh, das mach ich auch so. Danke. Doch schon hier. So. Ich wundere mich. Das nehmen, alles mehr. So, die Waffe kannst du behalten. Das hätte er auch selbst wissen können. So, so geht das. So geht das und nicht anders. Ich habe meine eigene Meinung. Hat jetzt ein bisschen lange gedauert, aber egal. Darüber reden wir doch. Das hat er doch vorher gewusst. Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Was willst du? Ich werde mich. Ja. Hast du was dagegen, wenn ich hier als Söldner anfange? Ach, mach doch, was du willst. Ruhe. Das habe ich meine eigene Meinung. So, aber Rott kriege ich nicht, weil... Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr. Das ist zwei Hände, was er auf dem Rücken hat. Den kriege ich überhaupt noch nicht. Ist das wirklich so, irgendwie... Mal... Omas goldene Schale... Nee. Da aus Maul. Bulko. Ich glaube, Bulko ist hier drin. Seit Bulko? Hat er auch einen Zweihänder oder sowas? Wir beide sollten uns mal unterhalten. Ich wüsste nicht, worüber. Ah ja, okay. Der Nächste, der aufs Maul kriegt. Mein Gott. Wehr dich! Das tat weh. Nicht schlecht. Oh. Das wird die meine Leben wollen. Ja, nie wieder mich an. Okay, das mache ich nicht. Das dauert mir zu lang.
Da muss ich mir noch ein bisschen Stärke, ein besseres Schwert holen und so weiter und so fort. Vielleicht kann ich auch jetzt schon die Quests abgeben. Hey, you! Ich werde mich da nicht einmischen. Wie ist mein Ruf bei den Söldnern? Mal sehen. Wolf sagt, er hat nichts dagegen. Jarvis ist sich noch nicht sicher, ob du auch... Er hat keine Lust, das noch... Cord ist der Meinung, du müsstest erst lernen. Cypher sagt, für ihn wäre sonnenklar. Rod hält dich für einen... Sentenza will für dich stimmen. Er sagte, von Silvio und... Buster meinte, du wärst... Und da hält dich für einen Kameradenschwamm. Der Rest der Söldner... Die meisten warten einfach ab. Du bist noch lange... Okay. Gut. Dann, ja, ist dieser Part hier auch schon wieder vorbei, 20 Minuten lang. Ja, der erste Part gefehlt, failed und dann zwei interessante Kämpfe. Der erste an der Hütte da und der zweite hier mit, keine Ahnung wie der heißt, egal. Gut, haut rein, bis zum nächsten Mal.